Im Lauf der kommenden Wochen werden Hunderttausende von ihnen zum Grumeti-Fluss kommen. Sie sind unsicher, obwohl sie so viele sind. Denn sie betreten unbekanntes Terrain. Doch sie sind weit gelaufen und haben Durst. Also müssen sie ans Ufer des Flusses. Die erfahrenen Tiere sind vorsichtig. Sie wissen, dass hier Gefahr drohen könnte. Und die anderen haben es gerade herausgefunden. Die Gnus fliehen. Die Krokodile haben sie in Panik versetzt. Die Herde hat ihre Lektion gelernt. Von nun an meidet sie tiefes Wasser, in dem sich Feinde verstecken könnten. Sie stillt ihren Durst weiter flussaufwärts, dort, wo das Wasser flacher ist. Vor den Krokodilen sind die Gnus dort sicher, denn es gibt eine Felskette, die die Reptilien nicht überqueren. Normalerweise zumindest. Einige der Krokodile am Fluss sind völlig ausgehungert. Seit Monaten haben sie nur ein paar Fische gefressen. Der Hunger rechtfertigt die Mühsal. Ein Männchen macht sich auf den Weg über die Felsen. Fast eine halbe Stunde braucht es, um die Barriere zu überwinden. Das Wasser ist flach, jenseits der Felsen. Hier kann sich der Räuber nirgends verstecken. Schlechte Voraussetzungen für eine erfolgreiche Jagd. Doch der Hunger macht kreativ. Der schlaue Jäger gräbt sich ein in das schlammige Flussbett, direkt vor den Augen der trinkenden Herde. Schon bald ist er kaum noch zu erkennen. Die Gnus, die jetzt erst ans Wasser kommen, haben keine Ahnung, welche Gefahr hier droht. Das Krokodil liegt gut verborgen auf der Lauer. Jetzt muss es nur noch auf den richtigen Zeitpunkt warten. Es scheint, als würde die Taktik aufgehen. Die nervösen Gnus scheinen die Gefahr zu spüren, aber sie haben keine Ahnung, wo sie ist.